Ja, hallo Freunde der Programmierung, kommen wir heute zum Thema Nummer oder zum Video Nummer 4 von Wie erstelle ich eine Roadmap, wie kann ich durchstarten? Ja. Wir wollen uns heute von diesem Programmteil hier, diesen Teil hier anschauen, und zwar gehen hier rein in die praktische Zeitplanung. Ja. So. Zunächst mal, es gibt also eine Juhu-Funktion, das heißt, wenn du irgendwie was geschafft hast, kannst du das dann hier oben einstellen. Machen wir gleich mal. Ja. Zunächst mal, ja, du gehst ja hierher, ja, und hast ja deine Roadmap erstellt. Da gucken wir jetzt mal nochmal rein. Ja. Also erst machst du das hier, ja, legst du deine Zeit fest, ja. Danach stellst du deine Roadmap und dann gehst du hier zur Sache. Ja. Das ist ganz wichtig, die Reihenfolge. Ist also hier rein, Roadmap und schaust. Angenommen, du hast jetzt zwar HTML, CSS, JavaScript, React, Futures und Angular, also volles, hartes Programm hier zu lernen. Ja. Wird dir hier auch automatisiert immer angezeigt, wie viele Leute, ja, wie viel oder wie viel Sachen du dir vorgenommen hast, damit du so ein bisschen Überblick hast und nicht übertreibst, aber auch nicht untertreibst, ja, sondern wirklich dran bleibst, ja. So. Gucken wir rein. Und das tragen wir jetzt hier zum Beispiel ein. Also hier HTML, CSS und JavaScript. So. Ja. Du hast ja zum Beispiel HTML geschafft, ja, dann kannst du hier reingehen und gehst auf Juhu. Ja. Also zunächst musst du es erstmal lernen, ja. Dann gehst du hier auf Arbeit, ja, und habe es hier rot angezeigt. Angenommen, du bist jetzt einigermaßen fit und sagst, boah, HTML habe ich jetzt schon, kann ich schon morgens nach dem Aufwachen, weiß ich schon, habe ich schon alles im Kopf, sage ich jetzt mal. Und kennst dich halt sehr gut aus, denkst du, ja gut, dann hast du das und dann gehst du auf Juhu. Zack. Das heißt, je mehr Juhu du hier hast, ja, umso ja, umso besser ist es. Und das hat dir hier ausgerechnet. Ja. Und dann hast du CSS vielleicht irgendwann gelernt, das ist für das Styling. Ja. Also zum Beispiel hast du hier einen Visual Studio Code, dann machst du hier ja, Punkt CSS und schreibst da eine Website, die Code ist zum Beispiel. Ja. Dann brauchst du CSS, das ist eine Style-Sheet-Sprache. Ja. Und damit stylst du praktisch ja den Hintergrund, wo sollen die Bilder hin und so weiter, auf welche Höhe und so weiter, alles. Ja? Genau. Und das hat dir hier oben auch so berechnet, ja, und so siehst du ja auch so genau deinen Fortschritt. Ja? JavaScript ist schon, ja, schon eine aufwendige, harte Sache. Es ist schon mehrere Monate, kannst du da gleich mal einplanen, ja, um da dir wirklich ein gutes Wissen anzulegen. Ja, vielleicht hast du es irgendwann fertig, gehst du auch auf Juhu und hast du hier 3. Ja? Also das ist ja so grob hier. Das kannst du mit der Juhu-Funktion machen. Also alles, was du so fertig hast, kannst du hier oben abhaken, sag ich jetzt mal. Das ist ja cool, ja, je mehr du hier oben abgehakt hast, umso besser ist es natürlich. Ja? Aber am Anfang stellst du eben auf Rot wie in Arbeit. Ja? So. Wie kannst du das Ganze jetzt hier eigentlich ja, anpassen? Ich mache das hier mal noch mal kurz raus. Ich habe das zwar im anderen Video schon mal gemacht, aber die Tage kannst du so eintragen. Ja, also zum Beispiel Montag, Dienstag, ja, und markierst die beiden Sachen und da wird die Maus zum kleinen Kreuz und dann ziehst du es hier so rüber. Ja. So, hast du den ganzen Monat hier fertig, ja. Jetzt kannst du hier zum Beispiel eintragen, ja. Um deinen Namen hier reinzutragen, ja, gehst du hier rein, ja. Schreib jetzt hier zum Beispiel Mustermann, ja. Keine Ahnung. Sebastian. Jetzt müsste es mir eigentlich in allen 12 Monaten Mustermann Sebastian anzeigen, ja. Und siehe da, aha. Wird hier also automatisiert hier eingetragen. Ja? Hast also gar keine Arbeit im Mod. Hier oben war die Juhu-Funktion, wird automatisch einberechnet und du siehst hier, wie viele Sachen hier in Arbeit sind. Ja? Hast du hier Arbeit 1. Ja? So.
Wie wird das jetzt berechnet? Du kannst jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ja, ich will in der Woche, keine Ahnung, will ich 15 Stunden. Ja? 15 Stunden willst du in der Woche coden. Und du willst hier, bist hier im A-Plan. Das heißt, coden heißt nicht stundenlang Videos gucken, ja, sondern auch, ja, Videos gucken schon, aber kannst du, aber du musst zugleich auch eben, ja, an deinem Rechner sitzen und die Sachen dann auch praktisch ausprobieren, ja. Nur diese Zeit wird hier zum Beispiel bei A-Plan hier berechnet. Hatte ich in einem anderen Video schon mal gemacht hier, was da der Unterschied ist. Ja. Guckt euch das nochmal genau an. Ja, ihr müsst euch am Anfang entscheiden, willst du den A-Plan machen, B-Plan oder C-Plan. Ja. Je nachdem machst du die Berechnungen dann hier auch. Ja. So. Lassen wir hier mal so ein bisschen rechnen. Ja. Und sagen wir mal, du hast jetzt hier du willst jetzt hier 15 Stunden und pro Woche, ja, willst du einen A-Plan machen, ja? Machst alles, die ganze Zeit, deine ganze gesamte Zeitberechnung läuft unter A, ja? Das heißt, du willst wirklich professioneller Entwickler werden und willst einfach für dich so ein bisschen, ja, so einen Wert hier entwickeln, Zeitwert, wie lange brauche ich eigentlich, ja, und so weiter. Eins soll sagen, okay, ich mache jetzt 4 mal 15, ja, wären 60. Also von mir aus 60, also in der Woche 15 Stunden, dann machst du 4 mal 15, dann hast du ja 60 Stunden. Ja, was kannst du, wie kannst du das jetzt hier eintragen? Dann gehst du hier auf in die Sollzeit rein. Schau mal jetzt hier mal, was jetzt passiert. 60. Komma 60,00, ja. Klickst die Enter-Taste. So. Und was heißt das jetzt genau? 60 Stunden, also heißt das praktisch, den ganzen Monat willst du 60 Stunden, ja, dich mit Coden beschäftigen. Also 15 Stunden ungefähr im Monat. Also in der Woche. Ja. So. Dann fängst du hier an. Hast dir deinen Namen hier eingetragen und sagst, okay, Montag mache ich gleich mal 3 Stunden. Montag. Vormittag. Von mir aus von 12 bis 15 Uhr. Schreibst du dir 12 bis 15 Uhr. Dir dann angezeigt. Aber es wird noch nichts berechnet. Das heißt, du schreibst das jetzt hier, hast du 3 Stunden, ne, trage ich hier mal ein, 3. Und wenn du jetzt die Enter-Taste klickst, ja, und schauen wir hier auf die Ist. Also was du tatsächlich gecodet, also tatsächliche Coding-Zeit ist das, ja. Klicke ich hier drauf, klicke auf die Enter-Taste, und du siehst, es sind hier also 3 Stunden hier sofort hier berechnet. Das heißt, 60 hast du dir vorgenommen, 3 Stunden hast du bereits, ja. Bleibst 57 Stunden. Ja. Am nächsten Tag machst du vielleicht nochmal dasselbe. Ja. So, kopieren wir, zack. Einfügen. Und du siehst, dann hast du 6 Stunden. Ja, hast du 54, ja. Also so funktioniert die ganze Sache. Ja. Wenn du dir irgendwelche Notizen machen willst, ja, dann sagst du, ja, manchmal bleibt man ja bei bestimmt was stecken oder was dann zum Beispiel erst am Freitag wieder Zeit. Dann kannst du hier zum Beispiel wieder reingehen, gehst auf neue Notiz und kannst hier zum Beispiel reingehen, ja, am Freitag machst du dann JavaScript, nur, ja, was weiß ich, Funktionen jetzt zum Beispiel, das Kapitel, ja, kannst du das hier so, ja,
misst dir so drüber. Und wenn es das Ding, das heißt also immer so einen Überblick, auch wenn du, wo du aufgehört hast oder so weiter. Ja. Das heißt, du gehst straight on, ja, und lässt dich nicht ablenken von anderen Sachen und so weiter, ja, sondern ziehst eben dein Ding durch, weil du willst da, also gerade wenn du hier den A-Plan hier machst, ja, also wenn du sagst, ich will es eigentlich wirklich professionell, dann ich will wirklich, ja, programmieren lernen, ich will später in einer Softwarefirma arbeiten, ich will oder eine Agentur oder was weiß ich, ja. Und da musst du halt wirklich dranbleiben. Ja. Der B-Plan ist ja eher, ja, der wird eben anders berechnet. Da ja, kannst du hier mal so raufgucken, ja, B-Plan. Rechnest du dann von 8 bis 12 Uhr und dann wird einfach 4 Stunden hier eingetragen. Ja. Und C wäre so der Hobbyprogrammierer, sage ich jetzt mal. Und das ist deins, das ist das, was du wissen musst hier. Du musst das andere Video nochmal angucken. Ja. Das heißt, bei diesem Zeitdienst, wenn du zum Beispiel Video 1, Video 2, Video 3 anschaust, ja, drei Videos hintereinander, ohne dass du was praktisch eingibst, wird diese Zeit nicht eingerechnet. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt für 3 Stunden lang Videos geguckt, schreibe ich mir auf. Ja. Das wird hier nicht aufgeschrieben, ja, ganz wichtig, sondern nur das, was du praktisch machst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Video schaust und zugleich auch praktisch den Code eingibst. Ja. Hier zum Beispiel, ja, die Zeit darfst du aufschreiben. Ja. Aber nicht dich stundenlang mit Videos berieseln zu lassen, ja, weil das verfälscht sonst den Wert. Ja, ganz wichtig hier bei, wenn du dich für Zeitmanagement A entscheidest, ja, mit dem Video schauen, ja, weil sonst hast du am Schluss endlos viele Minuten, aber mit dem Wert kann eigentlich keiner was anfangen, muss ich sagen, denn ja, du hast ja nur Video geguckt, ja. Aber hier hast du es dann eben auch, du hast Video geguckt und die Sache konkret ausprobiert am PC, weil das ist wichtig. Ja, das sind wichtig, weil hast du einen enormen Lerneffekt dann natürlich auch. Ja. Das nochmal kurz zur Wiederholung. So, das heißt also, so wird das hier so berechnet. Ja, kannst hier also so kurze Kommentare hier eingeben, ja, wenn du was vergessen hast und so weiter. Ja. Und das Coole ist eigentlich, das wird dir jetzt praktisch zusammengerechnet. Ja. Das hast du im Januar von mir aus, hast du die 60 Stunden durchgezogen. Ja, ganz cool hier. Und wo kannst du das Ganze jetzt hier angucken? Kannst hier auf SU gehen. Ja. Zack. Und das Coole ist, hier wird dir das alles komplett hier angezeigt. Das heißt, der ganze Januar wird dir zum Beispiel die 60 Stunden hier, oder, ja, die Stundenzahl, dann wird der Februar komplett hier zusammen. Ja. Das hast du auch, kannst ganz gucken, wie viel du im Jahr, ja, wie viel Zeit schon gebraucht hast oder ja verwendet hast, letztendlich. Ja. Das ist natürlich gut, wenn du jetzt gerade, du nimmst einen harten Teil, also du planst mit Plan A, ja, dann kann natürlich schon davon ausgehen, wenn du da extrem viel hohe Stundenzahl hast, ja, dann ist das natürlich eine gute Sache, weil du hast die Sachen dann auch praktisch umgesetzt, ja, probiert und so weiter, eine App zu entwickeln oder eine Webseite versucht mal nachzubauen oder eine Navigation zu bauen oder ja, ein kleines Programm, Software gebaut mit Python oder was weiß ich. Ja? Das hat einen genauen Überblick auch. Ja? Das ist halt wichtig. Ja? Dann hast du hier die 6 Stunden. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, genau, so kann man das also planen. Für dich ist ausschlaggebend also immer die Nummer 1. Ja, die anderen Sachen brauchen dich erstmal gar nicht so zu interessieren. Ja, also so wird das gerechnet. Und hier oben stellst du eben die U-Funktion ein. Ja. Genau, so funktioniert das. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte zum kleinen Überblick euch bieten hier über die Zeitberechnung. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.